Hi Kindness, what is going on, boy? You please like, subscribe and watch the Willkommen zu Fallout. Ah ja, wir haben ja mit den alten Sack gesprochen. Und guck mal, da waren wir überall schon. Wisst ihr noch? Das war schön. Pikmin's Galleria. Es gibt so viel zu entdecken, also so viele Sachen, die wir bereits entdeckt haben, aber noch nicht durchsucht haben. Under Anderem, das hier vorne. Diese Satellite Station. Da pushen wir einfach mal hin. Und da sind ganz viele Häusers. Da sind ganz viele Häusers. Warte mal kurz. Schippe. Schitty. Jemand da! Ich bin da mit meinem brutalen Bumsgewehr. Du kleine Sackratte. How do you like this, you bemiauten Boys? Oh, Cotsworth. Boom, bitch, get out my shoot range. Boom. Ja, du solltest vielleicht mal deine Sensoren überprüfen. Du alte Cacknazy. Und mir nicht erdauernd vom Bild rumrennen. Dich. Oh, oh, shoo! Oh! Okay. Haha, daneben, Dummbatz. Ah! Immer noch daneben, du Bitch. Dicke Bitch. Wie er daneben steht. Oh shit, kommt das ein bisschen. Oh, das war knapp! Einer ist neben mir. Fuck. Oh mein Gott, fuck. Fuck. Oh. Die ist schon wirklich pretty sick hier. Die 9mm Pistol. Wartet kurz. Hallo. Ja, moin. Ach. So deckst du mir doch am Ärmel. Oh shit, hört ihr das? That's a dipshit. That's a flying dipshit. Komm doch her. Wow! Sick, dude. I know, dude. Thanks, dude. Oh shit, dude. This is a Cyber Mountain. Ich hab gar nicht mehr so viel Munition davon. Komm, jetzt geht er drauf. Na, alle. Oh, gleich Level. Gleich Level. Haben wir schon einen. Na, wir haben jetzt auch gerade keinen Skill mehr. Das passt ja dann gerade. Ich geh mal close. Du bist ja groß mit seinem Raketenwerfer. Ist sie die? Ist sie die? Nee, das ist er nicht. Ist er diesen? Ist er diesen Gegner? Nicht. Oh, fuck. I think this is a big guy. And he need big guns in his head. Don't scream like a dipshit, you stupid mutant boist. Kein Life mehr. Woo! Oh. Wisst ihr was? Ich glaube, dieser Ding könnte in die Luft fliegen. Mensch! Hallo? Seid ihr dumm? Zufällig? Oh, geil, Mann. An beiden daneben geschossen. I'm so supper like a motherfucker. Don't shoot me now. Cause I'm having a good time. Was brennt denn hier? Das Auto brennt nicht, ne? Ja. Wo? Ich hab zufällig schon meine Waffe geschultert, Bitch. Hat er gerade eben, hab ich jetzt noch einen Raketenwerfer aufgekommen? Jetzt habe ich einen Flammenwerfer und einen Raketenwerfer dabei. Leute, wir sind gleich gefüllt wie ein normaler Episto. Das ist ultra passabel, guck dir das mal an. Was die sich aufgebaut haben, das ist höchst emitiös, Mann. Was laberst du? Er sagt, ich bin so mittelmäßig. Er ist schon ziemlich scheiße, wenn ich ehrlich bin. Schuh. Kotz, fang mich! Da ist noch jemand. Das hast du schon mal gesagt, Cotsworth. Langsam wird das langweilig mit dir. Ich glaube, wir müssen jemand Neues mitnehmen. Vielleicht die Piper. Aber die zieht man zuerst nackig aus, die Piper. Hey. Seid mal nicht so, gell? Es gibt so ultra krasse Klamots. Ultra Klamotten. Oh, das, da erinnere ich mich noch dran. Das Geräusch! Mit der Hände! Hör mal her! Ach, ich kann ja nicht hochheben, schade. Hör! Ich was hören! Leute! Movement King! Hier war, glaube ich, noch niemand in seinem gesamten Leben. Krass. Manchmal bin ich halt ziemlich gut. Hätte ich jetzt ganz viel Munition, würde ich ihn da runterschießen. Aber. Oh mein Gott.
Es geht nicht so richtig. Bloß nicht runterfallen. Oh. Hat er da nicht reingepasst? Jetzt sind wir aber überfüllt, ne? Shit. Kotz, I need your help. I need your help. Oder kann ich jetzt damit vielleicht alles tragen? Wahrscheinlich nicht, wegen meinen bereits getätigten Erweiterungen. Falls doch, kann ich mich hiermit jetzt nach Hause beamen. Schön einsteigen. Ich dachte eben, ich hätte ein Stimpack da hinten drin stecken, das so rausguckt, aber es ist... Ja, das ist kein Stinkpack. Bin ich überladen? Wir sind nicht überladen? Ja, moin! Können wir uns jetzt einfach wegbeamen? Das wäre super geil, wenn wir einfach nach Hause könnten, geschwind. Ja! Ach Gott! Es läuft, Kinders. Es läuft. Ich dachte eben, Flammenwerfer, Raketenwerfer und Atombombenwerfer. Das ist schon ein bisschen too much. Aber wir können uns porten. Ah, ich trinke ein bisschen Eistee, um wacher zu werden. Es ist mal wieder früh. Und ich bin mal wieder fertig mit der Welt. Beziehungsweise, ja. Voilà, prallo! Ich war eine ziemliche Abenteurerin. Ich dachte, die sagt jetzt sowas wie, ich war eine ziemliche Augenweide, als ich jung war. Die Männer standen Schlange, um in mich einzutreten. Ich hoffe, du findest deinen Sohn. Ja, kannst du mal von meinem Scheiß weggehen, bitte? Du Pizza! Hör auf! Was hast du da an der Hand? Oh, das sieht aber nicht gut aus. Lass mich mal dahin. Du kleiner Ballsack. Geh weg. Ich bin jetzt hier. Shit. Warte. Lois. That's not my Batman Glass. Wir machen mal wie immer den krassen Kram weg. Rocket Launcher. So. Die Reaper 2. Wie wollten wir die nennen? Raper, glaube ich, gell? Ihr wolltet die Raper nennen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich nenne sie jetzt Raper, oder? Ach, dann seid ihr vielleicht böse, weil ich sie nicht richtig genannt habe. Die Automatik-Pistol können wir auch noch wegmachen. R. Diese hier können wir weglegen. Und was haben wir hier? What the fuck? Was ist denn das? Die verschaffen wir auf jeden Fall. Die nehmen wir jetzt nicht mit. So. Ja. Alles klar. Das Radiumgewehr, da wollte ich mal reingucken. Was wir hier noch so machen können. Das kann man doch mal richtig aufpimpen. Höchst brutal. Das wäre schon nicht schlecht. Ich glaube, das mache ich. Wisst ihr was? Das mache ich. Was haben wir im Moment gerade? 29,50. Nehmen wir das hier doch. Komm, packen wir drauf. Wir haben auch die Ressourcen dafür. Bumm. Brillant! Ich weiß. Ich bin halt auch hübsch, nicht wahr? One-Tap. Ich glaube, die One-Tap können wir nicht mehr stärker machen. Ohne die Munition wegzuwechseln, doch. Ne, 20. Ja, das geht leider nicht. Schade. Also, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, bei dem Ding einen Automatikverschluss ranzumachen. Das ist ja diese besondere, die 30% des Schadens und Energieresistenzdingens des Feindes missachtet. Ich weiß nicht, ob es nicht eine geile Idee ist. Wir haben ja im Moment 20, wenn wir das Automatikding dahin machen und halt damit wirklich auf Close Range gehen. Wir haben ja auch die Automatikpistole weggegeben. Dafür brauchen wir zwar Waffenfreak Teil 2, was wir ja bald machen können. Es kann gut sein, dass wir dann damit richtig reinkloppen. Weil wir auch immer so viel Munition für die haben. Wisst ihr was? Wir machen das mal. Wir gehen jetzt mal auf Waffenfreak Teil 2. So. Dann müssten auch generell andere coole Erweiterungen gehen. Und jetzt nehmen wir die One-Tap und machen mal diesen Automatik... Wir haben diesen Automatikverschluss da oben. Was ist das hier unten? Der gehärtete. Ah! Was habe ich denn gerade eben... was habe ich denn eben gehabt? Ja, nice. Mächtiger Automatikverschluss. Das wird ultra sick, ne? Das wird ultra sick. Feuerrad 127... Beschleunigter Automatikverschluss, ja. Wir machen mal den mächtigen. Da haben wir 17 und halt eben die Automatikgeschichte. So, jetzt lassen wir direkt. Na, wir testen sie gleich. Stummelauf. Wir könnten sie natürlich auch verkürzen, wenn wir damit jetzt eh nicht auf die Distanz gehen wollen. Könnten wir sie verkürzen. Leichter Lauf bzw. Stummelauf. Das machen wir auch. Dann ist sie leichter.
Wir gehen ja eh noch auf Close Range. Dann damit. Hier können wir auch runterfahren. Einfach wieder, um das Gewicht noch weiter zu... Ja, Präzision sollte schon da sein, aber wir machen... Ich würde sagen, wir machen den Standardkolben auch weg. Und gehen hier drauf. Der pimpt mir gerade die bescheuertste Waffe eigentlich. Das ist so dumm, aber... Und da ist auch ein dickes Magazin dran. Oh je. Großes Magazin reicht eigentlich schon, oder? Ja, es reicht, komm. Wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben. Das wird jetzt nicht unsere... Also auf keinen Fall unsere Waffe, die wir ultramäßig benutzen hier. 308er. Damit bin ich zufrieden. Das macht... das ist vollkommen ausreichend. Das Ding heißt Opferklinge, weil bereits eine Opferklinge dran ist. Also das ist eine Opferklinge, ne? Ah, okay. Jetzt wird mir so einiges klar. Ja, mit dem mächtigen Verschluss dran. Wir könnten aber noch den verbesserten Verschluss nehmen, wenn wir genug Schrauben hätten und auf Waffenfree... Ah, wir brauchen... Da fehlen uns echt die Schrauben. Peinlich. Halt, wartet. Ich mach das noch als Suche hinzu. Ah, Schrauben sind schon... Werden schon gesucht. Alles klar. Shit, jetzt habe ich die Schräubchen verbraucht. Was kann die Kampfflinte noch so? Der kann jetzt bestimmt auch noch was Geiles. Moment, wo sind wir denn gerade? Bei 68. Wir können hier aber den mächtigen Verschluss auf 82. Oder auf 95. Wow. Wow. Das ist hart. Das ist richtig krass. Und, aber, wo ist denn unser Kampfgewehr? Ah, hier. Da bin ich eben drüber geflutscht, kann das sein? Also ich will ja auf jeden Fall bei den 45ern bleiben. Was haben wir? Das hier, 45. Das hier könnten wir noch machen. Dann haben wir 53. Oder wir warten... Nee. Ja, komm, wir gehen ja noch auf die 53. Ja. So. Und ich glaube, wir können... Oh. Das könnte cool werden mit dem Ding. So. Haben wir das hier noch gemacht? Nee, Rüstungsmeister Teil 2 brauchen wir dafür noch. Okay. Alles klar. Und sonst so vom... Wir sind immer noch etwas fett. Warum ist dem so? Warum sind wir noch fett? Ich habe alles weggelegt. Müssen wir hier noch irgendwas hinzufügen? Oh, Wasser. Oh, wir haben 8 Leute. Jetzt haben wir ganz viel Essen da. Ressourcen. Water. So. Und Futter noch dazu. Aber ganz viel Mais, genau. Sehr gut. Ich wusste, es lohnt sich, wenn die ganzen vergammelten Reisdinger da auf... Maisstückchen mitnehmen. Von diesen Mutants. So. Ich denke, das reicht, oder? Sind die alle bemannt? Nee. Ah, jetzt sind sie bemannt. Sehr gut. Er braucht ein bisschen, er übernimmt die dann alle, dieser Siedler, dieser Nackte. Ah, mit der mit dem Helm ist es okay. Das ist eh der Coole. Wir haben schon eine beachtliche Sammlung hier an Dingern. Richtig krass. Auch Werkzeugregal, das können wir auch wegkloppen. Das brauchen wir nicht. Zahnräder, wir bräuchten Schräubchen. Gibt es denn irgendwo Schräubchen? Jetzt können wir natürlich nochmal durchgehen und die City ausräumen, weil ich glaube ich nach wie vor nicht alles zerkleinert habe. Und hier Schräubchen irgendwo dabei sein könnten. Das ist ja unser altes Haus. Da Schraube und das hat wahrscheinlich dann keine, ne? Weil da ist kein... Sehr realistisch und gut gemacht. Wir nehmen mal den Kühlschrank weg. In Kinderspielzeug sind Schräubelchen. Aber das ist ja das vom Schauen. Das wollen wir jetzt hier nicht... Das wollen wir auf keinen Fall irgendwie entfernen. Haben wir ja schon gesagt. Ah ja, da habe ich die Betten hingestellt. Was ist hier dabei? Keine Schraube. Komm, das nehmen wir noch mit. Ah, Preston. Wo wir es gerade von Schrauben haben, Preston. Es gibt noch Siedlungen, die du befreien kannst. Du Bitch. Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Preston, nein. Nein. Nein, wir sind noch nicht bereit. Ach, fuck. Wie du meinst. Lass es mich... Ich lasse es dich wissen. Aha. Und denk dran. Aha. Halt, Preston. Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern?
Nein, wir sind noch nicht bereit. Wie du meinst. In Ordnung. Ich hasse mich. Ich muss nach oben drücken. Entschuldigung? Entschuldigung? Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Ich habe die Raider erledigt, die die Siedlung bedroht haben, zu der du mich geschickt hast. Die Leute dort haben beschlossen, sich uns anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Irgendwann werden wir wieder stark genug sein, diesen Abschaum endgültig aus dem Commonwealth zu vertreiben. Gib mich Geld. Ich will Geld von dich. Warte, das, ich Nein. hab doch nochmal so eine Mission Meinst gemacht, du, oder? Wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Boom. Ich habe die Gude erledigt. Das freut mich zu hören, General. Ich bin eigentlich derjenige, der hier Meinst am Ruder du, hockt, nicht du? Sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Achso. Hm. Nein, wir sind noch nicht bereit. Wie weg. Du meinst. Lass es mich wissen, wenn du die Sache durchziehen willst. So. Ich habe gehört, die Leute auf der Finch Farm brauchen Hilfe. Die Minutemen sollten sich darum kümmern. Damit kommst du jetzt, du Kackbratze. Jetzt kommt er damit angeschlossen. Wir müssen die Burg retten. Ach übrigens, auf der Bitch Farm brauchen die Girls ein bisschen Hilfe. Von ihrem Pip. Shit. Rein, die Sicht wieder rein. Manchmal wechselt es da nicht zurück jetzt. Asbest. Das ist das Beste. Das ist das Beste. Gibt's hier nicht noch irgendwo so eine Gummi? Warum ist in dem Radio nur Gummi? Das stimmt doch einfach nicht. Das kann nicht sein. Ich bin mir sehr sicher, dass hier noch anderes Zeug drin ist. I'm show about that. Ja, Schraube. 2 Strips. Und ich meine, dass hier sogar noch mehr von diesen Dingen rumlagen in den Gärten. Von manchen Leuten zumindest. Aber da will ich jetzt auch nicht zwingend. Obwohl, ich glaube, ich weiß sogar fast genau, dass da noch eins liegt. Oder vielleicht auch ein Grill. Ein Grill ist das okay. Ihr braucht hier keine Stühle. Oh, wer war das? Ha, noch ein Stück Holz, aber dann geht's wieder weiter. Genug rumgeschniedelt. Was liegt denn da? Oh ja, der Cram liegt da rum, der Cram. Mhm. Aber sonst war ja alles in Ordnung, ne? So, noch mal kurz nebenbei erwähnt. Jawollo. Ah, jetzt wo wir hier sind. Genau, exactly. Ihr habt richtig geraten. Wir müssen ja noch die eine Stadt versorgen. Und zwar, welche? Kindergrippe Green Top. Kind of Grip, Green Tip. Du. Ah, das ist ja der Ding des Sturges. Er macht nichts. Er kann aber auch keine Route haben. Also er kann nur intern in der Stadt was machen. Weil er eben an Sanctuary Hills gebunden ist. Merkt euch mal Kindergrippe Green Top. Hoffentlich ist hier jemand, hallo? Kann jemand vielleicht eine Versorgungsroute machen? Du. Sehr gut. Keine Grip, Green Tip. Easy Deals. Ab. Ich muss mal wieder nach Diamond City. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Du machst jetzt mal ein paar Versorgungen, du Dödel. Und laberst nicht von Diamond City. Shitty fuck. Willkommen, du Shitty Fuck! Ihre Bettstellung bitte! Ah ja, da war kein Haus mehr, genau. Okay. So! Genug gepiemelt. Wir haben weitere Aufträge, die zu klären sind. Aus dem Feuerbegriff der Finch Farm. Oh. Das ist die Finch Farm, da waren wir ja schon. Okay, alles klar. Was haben wir hier noch? Hör dir das Karawanen-Notsignal an. Okay. Ich höre es nicht. Ich muss lauter machen, man hört gar nichts. Robotern angegriffen. Wir brauchen dringend Hilfe. Wir sind direkt östlich von Watts Electronics. Falls jemand in der Gegend helfen kann, dann bitte, sofort. Ada, setz diese Nachricht in eine Schleife. Ja, Sir. Und jetzt... Ha! Sehr gut. Dann können wir das auch... Wir drehen die Dinge wieder runter. Radio. So. Und gehen wieder auf einen anderen Sender. Okay. Alles klar. Wir haben also diese eine Mission jetzt schon mal etwas gefuhrwerkt. Halt. Selbere Beaver Creek Bahn. Begib dich zu Pipers Büro. Das machen wir jetzt mal. So sieht's nämlich aus. Puppe! Wo bist du denn hier, du Blunz? Ja.
Da waren wir jetzt ja fast gar nicht mehr, ne? Oh, in Diamond City. Ich bin gespannt, was sie für uns hat. Diese alte Bratze. Da können wir auch direkt diesem einen Dödel seine Cola geben. Da hinten rennst du. Hör auf. Hör auf, davon zu laufen. Moment. Stopp, Bubo. Du kannst deinen ganzen Schwott in Diamond City Surplus loswerden. Das ist er gar nicht. Ich muss was trinken. Ja, das ist der Chef. Coca-Cola. Okay, Fran, fine. Hier. Hier, bitte. Oh, danke. Danke. Boah. Ich weiß, ich bin scheiße freundlich. Hey, du bist scheiße stark, trainierst du? Ich weiß nicht. Aber du stinkst gar nicht. Ich stink überhaupt nicht, genau. So sieht's nämlich aus. Ich glaube, es geht los. Ich stinke. Pff. Schön, dass du vorbeischaust. Ist alles klar bei dir, Blue? Blue, ich hab Angst. Ja, alles klar. Hör zu, ich wollte's nur gesagt haben. Du bist ein Vault-Bewohner. Der Anzug verrät dich. Also hör zu, ich will ein Interview. Deine Lebensgeschichte. Ich finde, es wird Zeit, dass Diamond City mal erfährt, wie ein Fremder das Commonwealth so findet. Wenn das klappt, dann... Ich hab's. Dann komme ich mit dir mit. Ich passe auf dich auf, während du dich an die Welt hier oben gewöhnst. Ja. Ja. Interview geben. Okay, Piper. Ich bin dabei. Gut. Kommen wir zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Vault. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Ach, schwierig. Was macht das schon? Sarkastisch. Das war normal. Wir waren im Kälteschlaf. Wir halten uns mal an die Fakten. Meine Familie und ich wurden eingefroren. Ich war nicht lange im Vault. Warte. Die haben dich in eine Kühltruhe gesteckt? Die ganze Zeit? Heißt das, du hast die Zeit vor dem Krieg erlebt? Ich sag klar. Ja. Ich bin über 200 Jahre alt. Oh mein Gott. Der Mann aus einer anderen Zeit. Da wird sie wuschig, die Puppe. Commonwealth gesehen. Diamond City. Wie ist das mit ihrer Bambo-Jumbos mit deinem alten Leben? Ja, ich sag mal so. Ich hab kurz nicht zugehört. Was los? Es gibt mir... Ist scheiße. Lustig, Sachen zu zerstören. Ganz ehrlich? Zu sehen, wie ihr hier draußen überlebt und alles neu aufbaut. Das gibt mir Hoffnung. Das ist überraschend inspiriert, Blue. Das Zitat werde ich definitiv nehmen. Jetzt die große Frage. Du bist hierher gekommen, weil du jemanden suchst. Wer ist es? It's my son, Sean. Mein Sohn Sean wurde entführt. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Auf der Suche nach dem vermissten Kind. Das ist heute so rührend wie eh und je. Glaubst du, das Institut hat etwas... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das tut keiner. Das macht sie so unheimlich. Im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen? Ich sag mal so. Ein Tag nach dem anderen. Und dann Rache nehmen. Man kann nur einen Tag nach dem anderen bestreiten. Man muss einfach immer weitermachen. Mehr kann man nicht tun. Wir tun nur, was wir tun müssen. Huh? Ich glaube, meine Leser verstehen das. Wir sind fertig. Wird eine Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln. Aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Wie auch immer. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dir komme. Auf dich aufpasse. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Piper, was für Dessous hast du? Sag mal ganz ehrlich. Control, hast du irgendwas dabei von mir? Nein, gut. Was willst du, Trulla? Hey, Kleine. Du wirst nicht glauben, worum es in der nächsten Ausgabe geht. Was? Nur ab. Was? Um was? Um wen? Etwa um mich? Gib mir deine verkackten Spielzeuge. Die sind nämlich... Ein echter Klassiker. Wie sie mich einfach schon... Wie sie mir schon Kommentare zuschmeißen. Hallo? So, Piper. Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Ja! Gehen wir. Klar, gehen wir. Wird gemacht. Tschüss, Kotz. Ich darf darauf vertrauen, dass Sie die Sicherheit meines Besitzers über Ihren persönlichen Vorteil stellen, oder? Natürlich, Cotsworth. Meine Güte. Was für ein Glück, dass diese beiden Dinge Hand in Hand gehen. So, Cotsworth, du gehst jetzt heute mal nach... Natürlich Sanctuary. Nee, weißt du, wisst ihr was?
Cotsworth, wir schicken alle Leute, mit denen wir mal gearbeitet haben, zur Red Rocket Raststatter. Piper. Hey. Was gibt's denn zu tun? Ich wollte mit dir. Was hast du denn dabei? Piper. Hä? Piper, warte mal. Achte nicht auf die Unordnung. Der hat da nichts dabei. Hey. Nach dir. Piper, warte kurz. Suchst du was Bestimmtes? Hat die, ist ja ohne Flachs, was hat die so... Achso, man kann die nicht ausziehen. Naja, gib mir den. Nimm deinen Scheiß. Du rüst den bitte auch aus. So. Wie sie direkt total cranky ist. Alter, ist ja richtig slutty drauf, oder? Mit dem Outfit? Sieht gar nicht mal so übel aus. Ich hab das ohne Flachs noch nie getestet, ob man... Also, ich habe ja schon andere Sachen zum Anziehen gegeben, aber ich habe diese Lederkombini ausgerüstet. Guck mal, da hat sogar Totenkopf da unten. Das ist so eine richtige Braut, so eine Rockerbraut, so mit Brumm Brumm und sowas. Da ist die krass drauf, hey? Komm mit, Piper. Wir gehen. Ah! Schä! Ich denke, mit Piper... Achso, die hat gar keine Waffe. Da müssen wir erstmal... nach Hause und mal schön ein Atombomben-Flammenwerfer-Starter-Set-Paket Nuka-Cola in sie reinkippen. Können wir? Groß, laut, korrupt und voller Arschkriecher. Aber es ist mein Zuhause. Ja, jetzt freue ich mich schon, jemanden wirklich dabei zu haben, der auch richtig bollern kann. Halt, stopp! Wir können jetzt noch bei Mr. Valentine eine Aufgabe annehmen, beziehungsweise die weiterspinnen. Das machen wir mal. Und zwar Richtung unseres Sohnes. Ist ja auch wichtig, dass wir das vorantreiben. So. Detektiv Valentin. Bist du da? Nick? Fällt sie mir in die Arme. Wie gut, du bist es wirklich. Tja, diese Visage ist wirklich nicht zu verwechseln. Du lachst dem Tod ins Gesicht, aber eines Tages wird er zurücklachen. Nicht solange ich Freunde habe, die mich unterstützen. Ja, moin. Nick, diese Agentur und meinen Job gerettet. Danke. Bitte. Wegen meines Falls. Können wir mit meinem Fall anfangen? Oh, natürlich. Es muss nur noch etwas Bürokratie erledigt werden. Hier sind die abgemachten Kronkorken fürs Suchen. Und ein kleiner Zuschuss. Danke. Falls du Arbeit suchst und gern Detektiv spielst, könnte Nick durchaus einen neuen Partner gebrauchen. Hey, ein Fall nach dem anderen, Ellie. Wir haben hier jemanden, der vorher unsere Hilfe braucht. Gut, kommen wir zum Geschäft. Setz dich. Okay. Mach ich. Wenn man nach Vermissten sucht, steckt der Teufel im Detail. Erzähl mir alles, egal wie schmerzhaft es ist. Und zwar, ich war in so einem Ding. Da waren ein Mann und eine Frau. Sie sagten nicht viel, aber sie nannten mich den Ersatz. Also ein kleines Team. Profis. Die wissen, dass man bei Aufträgen nicht viel redet. Keine Ahnung, was der Ersatz bedeutet. Was kannst du mir noch erzählen? Wir suchen nach meinem Sohn. Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Warum sollte ihn jemand entführen? Gute Frage. Warum gerade deine Familie? Und warum ein Kleinkind? Jemand müsste für ihn sorgen. Immerhin ist er noch ein Baby. Da haben wir es. Das war kein Zufall. Wer auch immer dein Kind entführt hat, ging planmäßig vor. Viele Gruppen im Commonwealth entführen Leute. Raider, Supermutanten, die Gunner. Und natürlich das Institut. Das Institut kennen wir ja schon. Raider, die Gunner, Supermutanten. Wer sind die Gunner? Erfahrene Söldner. Für die ist kein Job zu brutal. Sie könnten es gewesen sein, ziehen aber bestimmt nicht die Fäden. Glaubst du, es könnten Raider gewesen sein? Das bezweifle ich. Die können sich nicht mal selbst organisieren, geschweige denn sowas Kompliziertes hinbekommen. Supermutanten? Wer sind die? Groß, grün, muskelbepackt. Mit anderen Worten, schwer zu übersehen. Okay. Du glaubst also, das Institut steckt dahinter? Tja, die sind der Buhmann des Commonwealth. Wenn was schiefläuft, beschuldigt sie jeder. Ist auch verständlich. Ihre ersten Synths nehmen ganze Städte auseinander und töten jeden, der im Weg steht. Es gibt auch neue Modelle, fast menschlich. Die Städte infiltrieren und im Hintergrund die Fäden ziehen. Aber niemand weiß, warum sie es tun, was ihr Plan ist oder wo sie sind. Nicht mal ich. Und ich bin selbst ein Synth. Also
Ein ausrangierter Prototyp. Aber warte mal, vielleicht bist du ja auch ein Synth, Nikolai. Du bist ein Prototyp? Soweit ich weiß. Ich habe noch nie einen Synth wie mich gesehen. Die Älteren sind dumm wie Brot und ganz aus Metall. Die Neueren fast menschlich. Ich bin irgendwo dazwischen. Wie auch immer. Ich muss Sean finden. Stimmt. Diese Spekulationen lenken uns nur ab. Konzentrieren wir uns auf das, was du weißt. Wie sahen die Entführer aus? Einer kam ganz nah ran. Er hatte eine Glatze und eine Narbe, die quer über sein linkes Auge ging. Warte. Das kann nicht sein. Oh, shit. Du hast nicht etwa den Namen Kellogg gehört? Doch. Das ist es. Na klar. Ich habe ihren Namen, ihre Adresse und das Versteck ihrer Tagebuchschlüssel mitbekommen. Schon gut, beruhig dich. Das wäre ein extremer Zufall. Ellie, was wissen wir über den Fall Kellogg? Die Beschreibung passt. Glatze, Narbe, macht gefährliche Söldnerjobs. Aber niemand weiß, wer sein Auftraggeber ist. Und er hat hier ein Haus gekauft, oder? Hatte er nicht ein Kind dabei? Ja, genau. Oh mein Gott. Das Haus in den verlassenen West Stands. Der Junge war ungefähr 10 Jahre alt. Oh mein Gott, das ist Sean. Das ist Sean. Er muss es sein. Irgendwie. Nicht so schnell. Du suchst doch nach einem Kleinkind. Wenn ich richtig zähle, sind das mehr als 9 Jahre Unterschied. Vielleicht hat er einen eigenen Sohn. Vielleicht ist es ein anderes Kind. Außerdem sind beide vor einer Weile verschwunden. Schauen wir doch bei Kelloggs letzter Anschrift vorbei. Vielleicht finden wir raus, wohin er verschwunden ist. Okay, wir gerne machen. Die Sicherheit ist dort nicht sehr präsent. Daher solltet ihr vorsichtig sein. Das bin ich immer. Ja, laber noch nicht. So, Nick, wir machen uns mal auf. Und Leute, das sehen wir dann in der nächsten... Du hast wirklich eine Menge durchgemacht, was? Ich hoffe, dass du und Nick dieses Monster finden. Folge. Ciao!